Wasserfälle. Welchen nehmen wir? Okay. Big Blue! Oh, was? Echt jetzt? 22 Daumen nach unten? Cool! Cool! Das finde ich jetzt lustig, weil wir haben ja nichts mitbekommen. Das bedeutet, diese Community hat es immer noch. Ist immer noch da. Ah! Hey, das sind die besten Supporter. Muss ich dazu echt sagen. Geil. Ja, YouTube schafft ja demnächst auch die Like, die da noch unten Buttons ab. Also man kann die immer noch drücken. Der Creator sieht das. Aber ja, die werden abgeschafft, die Anzahl. Deshalb drückt jetzt nochmal schön auf den Button nach unten. Da könnt ihr es sehen. Man wird nirgends so herzlich begrüßt wie hier. Na, oh, freu mich. Astrobald, guten Abend. Hallöchen, schön, dass du auch hier bist. Das Team Markus meldet Vollzähligkeit. Sehr cool. Oh nee, ich habe den Blitzstart verpasst. Nein. Woher kommen 48 Dislikes? Ja, ich weiß, woher die kommen. Das ist diese Community, die damals mir auch Pizzen bestellt hat und sowas wahrscheinlich. Weil die sind alle geblacklistet. Die können hier nicht reinschreiben. Die können nur Daumen nach unten und Daumen nach oben bewerten. Und beziehungsweise für die sieht es so aus, als ob sie hier reinschreiben. Und da ich den Chat ja nicht eingeblendet habe, denken die, dass da hier die ganze Zeit der Chat voll ist. Wisst ihr, wie ich meine? Aber da ist halt nichts, weil die alle auf der Blacklist stehen. Oh mein Gott. Wie man so doof sein kann. Also wirklich. Entschuldigung. Aber jetzt mal im Ernst. Also stellt euch vor, ihr beleidigt ständig jemanden. Also stellt euch vor, ihr beleidigt über Monate, Wochen, Tage hinweg jemanden. Und das im Internet. Ihr könnt ihn doch einfach blocken. So, hä? Wisst ihr, ich meine? Ja. Und genau das habe ich getan. Die einfach geblockt. Aber auf YouTube ist es voll clever, was auf anderen Plattformen leider nicht so ist. Auf YouTube kann man die auf die Blackliste setzen, sozusagen. Also man blendet die aus. Das bedeutet, dass die denken, dass der Creator, also in dem Fall ich, René, der kommt von mir. Und Geist, doch nicht, okay, schade. Das bedeutet, dass die ganz normal in den Stream und in Videos kommentieren können, ohne Ende. Die können disliken und die können jedes Video gucken und die können alles machen, wie sie wollen. Also sie können richtig böse sein und so. So richtig mit Beleidigungen und sowas. Aber es kriegt halt niemand mit, nicht mal YouTube, weil ist einfach halt, ne, irgendwo im schwarzen Loch. Ja. So ein Account ist doch in 10 Sekunden erstellt. Ja. Dann erstell ihn. Viel Spaß. Also, ich habe in meinem Leben tatsächlich Besseres zu tun als sowas. Ehre. Sorry, wenn es jetzt irgendwie überheblich klingt, aber Entschuldigung, wer lässt sich bitte freiwillig irgendwie beleidigen oder so? Also, ich nicht. Also, wenn ihr Bock drauf habt, dann macht das. Aber auf meinem Kanal nicht. Okay. No way! Guten Abend! Hallo! Wie süß, wie ihr euch auch immer untereinander begrüßt. Voll süß. Mwah! Ehre! Danke für den Daumen nach unten. Ich weiß ja nicht, wie man dich beleidigen kann. Du bist voll zu lieb dafür. Oh, danke, danke. Ja, das hat auch gar nichts mit mir zu tun. Das hat einfach mit allen, also keine Ahnung, mit der Unzufriedenheit der Gesellschaft vielleicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, jedem selbst überlassen. Aber das ist funny. Ich hatte mich letztens mit jemandem unterhalten, der nicht in Social Media ist, aber was mit Fernsehen macht. Und der hatte mich auch so gefragt. Der hatte mich nämlich auch so gefragt, jo, ob ich damit ein Problem habe und so. Da war ich nur so, nee. Brudi, nein, ich habe damit gar kein Problem. Also nicht mit dem Fernsehding, sondern ich habe mit diesen, wenn man dich beleidigt im Internet oder so, oder generell,
Ich nehme das gar nicht persönlich. Also wenn man das persönlich nimmt, dann, ja, dann hat man tatsächlich ein großes Problem, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Oh mein Gott, also so Hate-Kommentare. Keine Ahnung, man gewöhnt sich da irgendwann dran. Muss ich echt sagen, also irgendwann gewöhnt man sich dran und ist so und so. Brudi, schreib einfach rein, ich mach dann irgendwann meinen PC aus und damit bin ich in meiner Offline-Welt, in meiner... Ne? Also, wo ist das Problem? Ah, da ist echt einer, der sich die Mühe macht, den Account zu erstellen. Wie wenig muss man zu tun haben, ey? Ja. Sag ich doch. Und Detlef ist so... Oh mein Gott, ich muss Mod-Arbeit machen. Detlef, du schaffst das. Leute, alle einfach mal ihn anfeuern. Er schafft das. Er schafft das. Also wartet mal. Wir können das jetzt mal ausprobieren. Jetzt ist sein Können gefragt hier. Weil es gibt ja immer noch keinen VIP hier. Also, guck mal. Du musst auf die drei Pünktchen hinter der Nachricht gehen. Und dann musst du auf Nutzer von diesem Kanal ausblenden drücken. Ganz einfach. Ganz einfach. Oder, nein, nein, nein. Bevor ich dir was Falsches beibringe und du irgendwas mal lösch lieber mal die Nachricht. Go! Also auf die drei Pünktchen direkt daneben dran. Ich zeig's dir beim nächsten Mal, ja? Auf die drei Pünktchen drücken. Einmal drauf drücken. Und dann auf Entfernen. Du schaffst das! Wir glauben alle an dich. Der ganze Chat ist hinter dir. Du schaffst das. Sobald die nächste komische Nachricht kommt, okay? Du schaffst das! Weil der René und der Michael, die spielen hier eigentlich mit. Wir glauben alle ganz fest an dich. Du schaffst das. Da! Detlef! Go, go! Let's go! Und jetzt... Mods, wartet. Lass das Detlef schaffen, okay? Lass das Detlef schaffen. Du schaffst das, ja? Auf die drei Pünktchen. Du musst auf die Nachricht. Und dann sind es rechts so drei Pünktchen, ja? Nein! Michael war zu schnell. Ja, okay, gut. Aber du hast es verstanden, oder?